Der Markenrebell Podcast. Setze als Marke ein Zeichen. Wertvolle Impulse und Anregungen für Führungskräfte und Unternehmer zur Markenführung in digitalen Zeiten. Bring dein Mindset und deine Entscheidungen auf das nächste Level. Der Markenrebell Podcast. Von und mit Norman Glaser. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell FM. Mein heutiger Interviewgast ist Coach, Trainer, Psychotherapeut, Seminarleiter und Mentor von Menschen, die aus ihrem Leben wirklich das Beste machen möchten. Er blickt auf 30 Jahre Forschungs- und Praxisarbeit zurück und in unserem Austausch vor diesem Interview brachte er es wunderbar auf den Punkt. Er sagte, erkenne, was wirklich ist, lass los, was schadet und entscheide dich für das, was gut tut. Bei mir heute im Interview ist Christian Rieken. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Bist du ready und wollen wir loslegen? Absolut ready und ich freue mich riesig dabei zu sein. Und vielen Dank auch für alle, die dabei sind. Schön. Christian, damit dich unsere Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen können, stell dich doch vielleicht selbst noch mal kurz vor. Wer ist Christian Rieken privat und was genau dein Business ist? Die Podcast-Sendung dauert so 2-3 Stunden, also ich habe ein bisschen Raum, oder? Ich finde es immer extrem schwierig, sich selber oder auch überhaupt jemanden in so kurzer Zeit zu beschreiben, weil es natürlich so viele Etappen gibt im Leben, die einen auch irgendwo immer wieder verändern und wandeln. Ich habe so ein bisschen mehr Bock, dass wir so in die Thematik reingehen, weil ich glaube, dass alle mich dahingehend unserem Gespräch heute viel, viel besser kennenlernen wollen. Ich mag auch nicht so viel über das reden, was ich jetzt gemacht habe oder nicht gemacht habe, weil das, was wir jetzt hier arbeiten miteinander, das ist ein super Content mit Sicherheit und das wird den Menschen, die jetzt hier zuhören, mit Sicherheit weiterhelfen. Nutzen wir die Zeit dafür. Was ich so im Kurzen mache, so hast du ja schon gesagt und wofür mein Herz schlägt und wichtig ist mir bei allem, was ich tue, dass ich immer schaue, dass ich mir treu bleibe. Das ist vielleicht so meine ganz persönliche Marke nach außen hin. Also Echtheit, Authentizität, sich immer wieder fragen, das, was ich da tue, ist das stimmig, wie fühlt es sich an, wie fühlt es sich im ganzen Körper an? Also nicht so seinen Kopfkonstrukten oder seinen Konditionierungen nur folgen, sondern die eigentlich eher schauen, immer wieder regelmäßig zu sprengen und zu gucken, was ist dahinter, wo will das Sein eigentlich hin? Also was ist so der Ruf der Seele? Jetzt habe ich doch schön ein bisschen ausgeholt, aber das ist ja es so in der Richtung. Genau. Ja. Ich bin auch ein begeisterter Hörer deines Podcasts. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal über deinen Podcast was erzählen. Die Talkabout Show, ja. Das ist irgendwie eine tolle Reise jetzt seit einem halben Jahr. Irgendwie auch recht erfolgreich. Das mache ich jetzt mal gar nicht abhängig von den vielen, vielen Downloads, die da sind, wo ich mich riesig drüber freue. Aber vor allen Dingen, das, was es macht mit den Menschen. Und der Slogan ist ja so dieses berührt, bewegt, begeistert. Und das ist für mich auch so etwas, wie wir sinnvollerweise durchs Leben gehen könnten. Dass wir schauen, was berührt uns tatsächlich. Ja, und dann gucken, das, was uns da berührt, hat das so einen Geist irgendwie in sich, der uns mobilisiert, also der uns begeistert. Das Gegenteil wäre dann die Entgeisterung, das gibt es genug auf der Erde. Und dann natürlich dieses berührt, begeistert und dann wirklich das auch ins Leben bringen, also das Bewegtsein so richtig, dass man was anschiebt, dass man wirklich auch aus der Berührung heraus was macht und nicht aus irgendeinem, da wiederhole ich mich gleich nochmal, aber es passt irgendwie ganz gut, nicht aus irgendeinem Konstrukt oder irgendeinem Ziel, was man sich mal irgendwann gesetzt hat. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Das war früher viel in meinem Leben da und da bin ich ganz glücklich, ein Stück weit weggekommen zu sein. Schön, schön. Wir verlinken deinen Podcast natürlich auch in den Shownotes, so viel schon mal vorweg. Ich starte die Interviews immer ganz gern mit einem Erfolgszitat oder vielleicht auch Erfolgsmantra. Gibt es so einen Satz, so einen Spruch in deinem Leben, der dich so über einen längeren Zeitraum begleitet? Ja, auf jeden Fall. Ist auch für mich gleichzeitig, für mich, für mein Leben und wahrscheinlich für die meisten Menschen die allergrößte Herausforderung überhaupt. Sei du selbst das, was du in der Welt sehen möchtest. Wow, schön. Ja, ich habe ich will es nicht sagen Anspruch, aber ich glaube, dass wir gigantische Wesenheiten sind und eigentlich permanent unter unserer Größe und unserer Würde leben. Und deswegen, viele Menschen tauchen öfter mal so ein in das, was möglich wäre und bilden vielleicht da auch so eine innere Idee von. Mit innere Idee meine ich also so ein Ganzkörpergefühl davon.
Und dann kommen aber diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Gedanken und der innere Dialog, der einen dann wieder rauskatapultiert und runterbringt. Und wir merken dann, wie schwierig das tatsächlich ist, das zu sein, was wir wirklich sehen wollen draußen, was wir von uns selber sozusagen erwarten oder wie wir uns selber sehen wollen, aber wie wir auch die ganze Welt sehen wollen. Und dann immer wieder sich zu erinnern, dass es ja bei uns anfängt, ja, dass wir letztendlich, wir sind diese Welt und dass da der Start ist und nirgendwo anders. Ja. Was ich auch so ganz spannend finde, um da gleich mal einzusteigen, ist so diese Ansicht, wir beide können an einem Fluss sitzen und was auch immer auf diesem Fluss an uns vorbeitreibt, du siehst was ganz anderes als ich. Mhm. Ja, also dieses Schaffen von Realitäten, von Wirklichkeiten, fängt ja tatsächlich am Kopf oder im Kopf an. Ja, also das, was ich so mit meinen Gedanken tatsächlich mache. Ja, also das Verrückte ist ja, ich habe eine ganze Zeit in meinem Leben und man findet es auch noch in Videos und so weiter drin, habe ich immer wieder davon gesprochen, dass wir so Schöpfer der Realität sind und dass wir die Realität kreieren. Da bin ich ein ganzes Stück nicht von weggekommen, sondern es ist nur eine Halbwahrheit. Ich habe es für mich korrigieren können dahingehend, dass wir uns entscheiden letztendlich, welche Realität wir wahrnehmen. Und das hat etwas tatsächlich auch mit unseren Wahrnehmungsbildern zu tun, mit unseren Gehirn zu tun. Also das ist eine Entscheidung tatsächlich. Und das, was wir dann entschieden haben, das sehen wir und das erleben wir. Und das ist genau das, was wir dann Unterschiedliches am Ufer wahrnehmen. Also deine Entscheidungsmerkmale nehmen das wahr und meine nehmen das wahr. Also wenn ich zum Beispiel ganz depressiv da sitze, dann sehe ich die Dunkelheit des Flusses und so mir alle Fälle wegschwimmen beispielsweise, ja. Und wenn ich total positiv da sitze und so die Entscheidung habe, das Leben hat viele Geschenke parat und man kann für alles dankbar sein, dann sehe ich alles Mögliche, das Glitzern der Oberfläche und die kleinen Blümchen und die kleinen Fischchen vielleicht sogar darunter. Also das ist tatsächlich eine Entscheidung und die müssen wir jeden Tag und minütlich eigentlich fast immer wieder uns anschauen, womöglich korrigieren und auch hinterfragen. Es macht uns, glaube ich, aus, dass wir das können, wir Menschen, wenn wir das nutzen. Unglaublich wertvoll, weil ich glaube auch, das Entscheiden unterscheidet sich auch von diesem, du musst positiv denken. Ja, also ja. Das sagen ja viele, einfach positiv denken und dich mit dem Negativen gar nicht auseinandersetzen, aber sich für etwas entscheiden, heißt ja auch, sich gerade auch mit Themen, die einen ja auch beschäftigen, ja, also Emotionen, die auch anzuschauen und auch die zu durchleben. Ja, also ich bin wirklich überhaupt kein Positivdenker-Fan. Also absolut nicht. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr destruktive Angelegenheit ist. Wenn dabei, und jetzt kommt es immer, alles immer zur Hälfte nur richtig, wenn dabei tatsächlich das andere verdrängt oder übersehen wird oder in die Ecke geschoben wird oder abgewertet wird oder wie auch immer. Also gerade, und das ist leider Gottes natürlich in der heutigen Zeit, wir leben ja hier in einer sehr, sehr wohlständischen Gesellschaft, uns geht's gut und überall sind sie unterwegs und 1000 tolle Startups und hier und da und man hat das Gefühl, uns gehört die Welt. Und das geschieht aber nur, weil wir den ganzen Rest ausblenden. Ja, weil wenn ich jetzt mal die Welt kollektiv an, und ich bin Weltbürger, ich sage das immer wieder gerne. Also ich bin tatsächlich Weltbürger. Das heißt, mich interessiert auch, was in Afrika los ist, in Syrien ist, in Türkei los ist und in was weiß ich, Timbuktu los ist. Das ist alles ein Teil von mir und es wäre blind, wenn wir das nicht irgendwo so auch so erkennen, weil rein so auf Quantenebene oder auf Bewusstseinsebene ist es eben halt auch so. Also was ich gerade hier einatme, sind Moleküle, die vor einer Stunde noch in einem Taxifahrer in Nepal irgendwo waren oder so. Also es ist nun mal auch physikalisch so und das ist alles eine große Energie und eine große Family und es ist schwierig. Man kann natürlich Grenzen setzen, ja, und wenn diese Grenzen gesetzt sind, kann man schauen, dass man auf seiner Insel sich super, super cool und toll findet und glaubt, man kann alles machen. Aber entweder schaffen wir es gemeinsam oder gar nicht. Das ist so meine Haltung dazu. Ja. Und das versuche ich immer so ein bisschen auch in meine Arbeit einzubringen, um auch letztendlich uns daran zu erinnern, dass wir alle Leid kennen und dass Leid letztendlich etwas ist, was uns auch zu Mitgefühl bringt und zu Demut und zu tatsächlich auch zu Liebe verführt. Und das sind die großen Qualitäten, die uns alle gemeinsam retten können. Ja, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ich musste gerade hier ein paar Sachen aufschreiben, es ist so viel drin in deinen Sätzen, ist dieses Thema, wie bringe ich es auf den Punkt? also gerade, was du jetzt auch angesprochen hast, gemeinsam, weil alleine werden wir es nicht schaffen, dieser
Kollektivgedanke, ne? Mhm. Wo ich einfach auch glaube, dass in, gerade in den Zeiten der Digitalisierung, in denen wir nun mal leben, ja, es ja doch sehr oberflächlich auch durchaus sein kann. Wie siehst du die Entwicklung, die so in den nächsten Jahren ansteht, was so das Menschliche angeht? Also ich bin kein Prophet. Ich habe da so meine Hoffnung und meine Zweifel. Es ist schwierig. Ich möchte nicht das negativ schwierig sagen, sondern es ist eine echte Herausforderung für uns alle. Dieses ganze digitale Zeitalter hat einen ganz großen Wert. Den Wert, dass wir tatsächlich das, was wirklich ist, also die Wahrheit, die wir auch alle sehen, die Realität, die für jeden fühlbar ist, wenn er sich dafür öffnet, dass sich das tatsächlich streut und dass wir dessen gewahr werden können. Das hat man ja schon so die letzten Jahrzehnte eben halt gemerkt durch Nachrichten und so weiter. Und man weiß halt, was man weiß oder könnte wissen, was im Nachbarland los ist oder wie es anderen geht oder so. Also es geht alles ganz, ganz schnell. Die Information geht blitzschnell um den Erdball. So, und jetzt kommt es darauf an, welche Information geht blitzschnell um den Erdball. Also es gibt ja diese schöne Geschichte, also gibt es verschiedene Varianten, aber so eine, die ich kenne, ist, dass so ein kleiner Indianerjunge zu seiner Großmama kommt, die ganz, ganz weise am Feuer sitzt und sagt, liebe Großmama, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe so zwei Wölfe in meiner Brust und der eine Wolf ist böse und schrecklich und möchte überall alles zerschlagen und zerstören und ist total destruktiv und so weiter. Und der andere ist voller Liebe und voller Mitgefühl und voller Güte und baut mich richtig auf. Und ich weiß nicht genau, welcher Wolf wird sich durchsetzen. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Und dann hat die Großmutter ihn angeschaut und mit liebevollen Augen und ganz weise zu ihm gesagt, der Wolf, den du nährst. Und ich mag diese Geschichte unglaublich, weil das ist eigentlich der Job, den wir echt tagtäglich zu tun haben. Also immer wieder zu gucken, was nähren wir jetzt gerade mit unseren Gedanken und mit unseren Dingen, die wir aussenden und mit unseren Taten und mit unseren Gewohnheiten. Und das ist so eine große, ich finde es persönlich, obwohl ich ja irgendwie als Experte für so einen Bereich gelte, möchte ich doch immer wieder nur sagen, das ist tagtäglich Arbeit, das ist schwierig, das ist eine Herausforderung, weil wir natürlich auch, weißt du, umso erfahrener wir werden, umso klarer wird uns auch die Tragweite der Dinge, die wir da tun. Also früher, als ich jünger war, waren so egoistische Taten, die ich gemacht habe, es war halt mein Ding machen, ja? Das habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Heute allerdings hinterfrage ich auch die Dinge, die ich tue, die ich sage, die ich denke, auch das, was wir jetzt hier haben, es geht ja an Tausende von Menschen, hinterfrage ich auch, ist das wirklich nährend, was ich da sage? Ist es das, was Menschen tatsächlich berührt und weiterbringt und auch mich berührt und weiterbringt? Also es geht ja immer bei mir los. Und ich glaube, dass wir da alle etwas zu tun haben, dass wir uns immer wieder anschauen, macht das wirklich Sinn fürs Ganze? Also ich bin mehr umso mehr ich mich meinem Herz gewidmet habe und dem, was da in mir ist und mein Körper gefragt habe, wie es dem mit den ganzen Dingen geht, die ich so gesagt und getan habe, umso mehr bin ich so altruistisch geworden. Also das praktisch diese Erweiterung des Egoistischen, dass wir immer andere Menschen mit einschließen. Das heißt, dass wir alle bei allem, was wir tun, denken, fühlen, sagen, machen und veranstalten, uns immer überlegen, ist das für alle gut? Ist das für diesen ganzen Globus gut? Oder ist das hier ein egoistisches Ding, womöglich sogar so ein bisschen so ein Hauch von nach mir die Sinnflut, aber ich verdiene halt mal wieder 100.000 damit. Also wenn wir auf diesem Weg alle gemeinsam uns einigen können und unterwegs sind, dass wir schauen, was wir nähren, dann haben wir, glaube ich, gigantische Möglichkeiten und Chancen tatsächlich auch in dieser äußeren Welt, die letztendlich ja ein Spiegel unseres Bewusstseins ist, aber dieses Wunderschöne zu erleben, was wir Menschen tatsächlich sind, dieses großartige, würdevolle, dieses wahnsinnige Feld voller unbegrenzter Möglichkeiten. Wenn nicht, bleiben wir weiter im Tiefschlaf, flüchten uns in die Außenwelt und gucken, wo wir die nächste Befriedigung herkriegen, weil wir sind alle Gefühlsjunkies. Jeder von uns will gute Gefühle haben. Eigentlich geht es nur um ein gutes Gefühl, dieses simple Gefühl, sich gut zu fühlen. Das ist eigentlich alles, was wir suchen, in allem, was wir tun. Das muss man sich mal reinziehen. Und da ähnelt sich, jeder Mensch ist da gleich auf diesem Globus. Wir alle wollen, dass es uns gut geht, mehr nicht. Und deswegen darf ich nichts tun, was mir schadet oder eben halt irgendeinem anderen Menschen schadet. Und das ist jetzt hier nicht das Wort zum Sonntag, sondern das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, du hast mich so im umgedrehten, hast du mich gefragt, wie kriegen wir das hin? Ja, und wenn mir jemand diese Frage stellt, dann ist das die Antwort darauf. Ja. Was ich auch super spannend finde,
Und das genau das, was du gerade gesagt hast, beobachte ich auch bei erfolgreichen Menschen, mit denen ich so spreche. Und ich assoziiere Erfolg jetzt nicht nur mit viel Geld verdienen, sondern vor allen Dingen ist für mich auch ein erfolgreicher Mensch ein Mensch, der es geschafft hat, glücklich zu sein, der jeden neuen Tag als Geschenk wirklich wahrnehmen kann. Und hier ist auch dieses altruistische System oder diese altruistische Denkweise vorherrschend, wirklich auch ganz bewusst die Leute mit einzubeziehen, vor allen Dingen was geben zu wollen. Ja? Ja. Also den eigenen Vorteil eigentlich so ein bisschen zurückzustellen. Ja, ja, natürlich. Ich meine, also geben ist seliger denn nehmen. Das ist ja echt ein abgedroschenes Ding. Ja, aber wer das tut, wird das auch herausfinden. Und das Wunderbarste finde ich am Geben immer. Es war für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich habe natürlich auch in meinem Leben sehr viel Mangel kennengelernt und auch in meiner Kindheit bin ich sehr stark davon geprägt worden. Und also wenn ich etwas gebe, dann in dem Moment, wo ich das tue, wenn ich da achtsam reintauche, was passiert in dem Moment, wo ich das tue, dann merke ich, in dem Moment, wo ich das tue, bin ich reich, weil ich etwas zu geben habe. Und das ist ein Reichtum, der braucht kein Objekt im Außen oder so etwas, sondern das ist ein Reichtum, den kann ich einfach in mir wahrnehmen. Und für mich ist dieser Reichtum genau das Gegenteil von Mangel. Und wenn wir diesen Reichtum in uns spüren, und das womöglich in einer größeren Anzahl, also kollektiv womöglich immer mehr aufbauen, dann fühlen wir uns alle als sehr reich. Das heißt, dass dieses Haben-Wollen von anderen, dieses Brauchen, dieses Verlangen, dieses Süchtige, was wir oftmals an den Tag legen, auch wenn wir es nicht so nennen wollen, aber das Haben-Wollen reicht ja, da weiß man schon genau, was gemeint ist, dass das halt einfach weniger wird und dass wir ein Stück weit erkennen, dass das, was wir wirklich brauchen, schon lange in uns ist, dass uns das sowieso beseelt, dass unsere wahre Essenz sowieso nichts braucht. Ja. Also ja, klingt jetzt ein bisschen erleuchtet, bin ich noch nicht, aber es ist auf alle Fälle die Richtung, an der ich mich orientiere. Also weißt du, es geht ja oft so, dass man sich da fragt, was ist der Sinn des Lebens? Und ich glaube, auch das ist wieder eine Entscheidung. Da braucht man nicht nach Suchen nach dem Sinn des Lebens, sondern man kann sich dafür entscheiden. Und diese Entscheidung habe ich getroffen, dass ich das Wesentliche in meinem Leben in mir finden möchte. Ja. Und das, was du auch gerade gesagt hast, was mir ein gutes Gefühl macht, ja, also diese ganzen Süchte, die ich vielleicht befriedige und dafür einen Moment vielleicht ein tolles Gefühl hat. Auf der anderen Seite kann es ja auch unglaublich befriedigend sein, wenn du zum Beispiel jemanden etwas zusagst und einfach mehr gibst, als er in dem Moment oder als du zugesagt hast. Also allein diesen Überraschungsmoment auf der anderen Seite wahrzunehmen, diese Freude, diese Begeisterung, kann auch, finde ich, unglaublich befriedigend sein. Ja, also es gibt auch das Gegenteil. Auch jemandem zu sagen, nein, dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung, ist auch etwas, was ich ihm gebe. Ja, das darf man nicht vergessen. Also die Gabe ist nicht immer der gefüllte Korb, sondern das Nein zum Beispiel kann auch für ihn der Moment sein, wow, das ist ja interessant, der ist da authentisch, der orientiert sich erst an sich selber irgendwo. Also wie wir letztendlich, was wir zu geben haben, kann ganz unterschiedlich aussehen. Und da gehört es nicht immer dazu, und das ist natürlich in unserer heutigen Welt sehr geprägt, immer eine Leistung zu bringen oder eine Gegenleistung, immer eine riesige Nummer machen. Also ich weiß, dass ich schon diversen Menschen in meinem Leben einen sehr großen Dienst und eine sehr große Gabe geschenkt hat, indem ich gesagt habe, nein, da stehe ich jetzt gerade nicht für zur Verfügung. Aus verschiedenen Gründen. Entweder haben sie durch gelernt, oh, man kann auch Nein sagen. Oder sie haben plötzlich, und das war es dann öfter in diesem Fall, gemerkt, Mensch, ich brauche den dafür auch gar nicht. Ich kriege das auch alleine hin. Mhm. Ja, schön. Wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, wie ich es bin, dann gibt es natürlich auch öfter mal Situationen, dass Menschen ganz gerne wollen, dass man die Probleme für sie löst. Ja. Und da war dieses Nein eine echte Gabe von mir und die fällt mir ja auch nicht leicht. Ich meine, ich mache ja diesen Beruf auch, weil es mir natürlich auch schon ein Anliegen ist, mit dem, was ich mache, zu helfen. Das ist ja ganz klar. Bin nun also weit davon entfernt, ein Helfersyndrom zu haben. Das hatte ich noch nie. Aber trotz alledem, der Sinn der ganzen Geschichte ist ja, dass etwas Konstruktives dadurch wächst. Und manchmal wächst ein Konstruktives, etwas sehr Neues, Konstruktives, indem man sagt Nein. Also eine Gabe kann das Unternehmen sein und das Unterlassen. Wichtig ist, dass es bewusst getan wird und bewusst auch als Gabe von einem selber kommt.
Weißt du, wie ich das meine? Ja, absolut, absolut. Sehr, 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 sehr interessant, ja. Ja, dass ein Nein einen Wert hat, in welcher Form auch immer, dem ich ja den Nein wirklich selber gebe. Ne? Es ist genauso wertvoll wie ein Ja. Also guck mal, wenn ich mir im Leben nicht überlege, was ich auf keinen Fall erleben will, dann werde ich da ja immer wieder reintapsen. Also das Nein ist exakt genauso wertvoll wie das Ja. Und das ist auch, wenn es, und das meine ich mit bewusst, wenn es echt ist und authentisch aus mir herauskommt, etwas unglaublich Wichtiges. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Partnerschaft oder so etwas, ob das eine geschäftlich ist oder eine persönliche Beziehung ist. Wenn ich merke, dass ich für etwas gerade nicht zur Verfügung stehe, aus welchem Grund auch immer, dass ich etwas nicht möchte und ich sage da kein Nein, dann rase ich sofort in die Unechtheit und diese Unechtheit ist für mich Betrug dem anderen gegenüber. Also ist für mich den anderen Betrügen, weil ich einfach nicht ehrlich zu ihm bin. Aus welchem Grund auch immer. Die Ehrlichkeit steht für mich da sehr, sehr weit oben. Und ich weiß, dass das nicht immer nur prickelnde Momente hervorruft. Also es ist nicht unbedingt jetzt die Harmonienummer im Leben. Aber es ist die Nummer, wo ich in den Spiegel gucken kann. Und das ist mir persönlich ehrlich gesagt das Allerwichtigste. Ich kann auch nur dann ein gutes Vorbild sein für andere Menschen. Ich kann nur ein Beispiel für Menschen sein, wenn ich selbst mir gegenüber ehrlich bin. Mit all den verrückten Sachen, die mein Leben schon parat hatte. Und das war ja jetzt hier wirklich nicht immer irgendwie eine heilige Nummer oder so etwas. Ich kenne alle möglichen Wege, Trauma, Kliniken, ich habe alles mitgemacht, Drogen, alles. Also ich weiß, wovon ich rede, das ist nichts Theoretisches. Und wir müssen immer sehr, sehr schauen, wer wir sind in dem Moment und uns so ehrlich wie möglich präsentieren und zeigen. Und dann hätten wir auch dieses ganze Problem mit diesen vielen Rollenspielen und Masken und dieses sich nicht wirklich echt begegnen können und so nicht, sondern dann wäre es einfach alles so ein bisschen offener. Ist doch so. Guck mal, du kennst Angst und ich kenne Angst. Du kennst Leid und ich kenne Leid. Du kennst Verletzung, ich kenne Verletzung. Du kennst Schamgefühle, ich kenne Schamgefühle. Du kennst Ohnmacht und Verzweiflung genauso wie ich. Da könnte ich drauf wetten. Und wahrscheinlich jeder, der uns hier gerade zuhört. Und warum begegnen wir uns nicht mal auf dieser Ehrlichkeit, sondern immer nur Show? Und da ist nochmal die Schleife zur Internetwelt. Da wird es manchmal gefährlich, weil da wird das ist natürlich eine Fake-Welt hoch 10, weil du dich da natürlich mit allem, was ist, nur präsentieren kannst. Du kannst im Grunde genommen dich entwerfen, wie du dich da zeigen willst, und genauso kannst du dich platzieren. Mhm. Und da muss man gucken, was man will. Ne? Wie komme ich raus aus dieser Ego-Perspektive? Ich meine, wir schaffen uns ja alle selbst eine Identität. Mhm. Ne? Wir haben den Fußballverein, sind vielleicht dieser Partei angehörig und identifizieren uns einfach mit diesen Gemeinschaften. Das ist ja auch so irgendwie unser Wunsch, innerlich irgendwo dazuzugehören. Ne? Und da bildet sich dann so dieses Umfeld um mich herum. Wie schaffe ich es, dass ich zum, wie du vorhin gesagt hast, Unternehmer werde, anstatt zum Unterlasser, der nur so in seinem Viereck da unterwegs ist? Wie schaffe ich es, da rauszukommen? Also da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also erstmal so diese Verbundenheit. Also was mit dem Ego so geschaffen wird, schafft keine echte Verbundenheit. Schafft keine echte Verbundenheit, schafft keine echte Liebe und schafft auch damit kein echtes Glück und keinen echten Erfolg. Also ich muss immer Grenzen setzen. Das Ego muss immer Grenzen setzen. Also man müsste sich jetzt hier schon mal einigen, was ist das Ego? Also es ist so der unbewusste Verstandesanteil, der vor allen Dingen so im Kopf unterwegs ist, im Verstand unterwegs ist. Für mich, für mich jetzt mal. Ja. Ja, für mich auch. Wodurch nährt sich das Ego, ist vielleicht auch nochmal was wichtig. Oder sprechen wir mal darüber, wie es am besten schwindet, ja? Wie man es wieder vielleicht so ein Stück weit auflösen kann. Und da habe ich nämlich eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn ich mich zeige, so wie ich bin, klar, ich weiß, jetzt sagt das Ego, spricht der Verstand gleich wieder, oh Gott, dann bin ich aber angreifbar und verletzlich. Ja, genau. Und genau das zu riskieren, das ist so der Schritt. Genau das zu riskieren. Zu riskieren, komplett verletzlich zu sein. Zu riskieren, komplett angreifbar zu sein. Also etwas, was ich seit Jahren praktiziere. Und ich glaube, es kommt nur deshalb, wenn ich so in unsere Seminare hier schaue, in unsere Experience, da sind Menschen, die begleiten uns über Jahre. Ja, es ist unfassbar immer wieder und tauchen mit uns in Ebenen ein. Das hätte ich mir im Leben niemals träumen können, dass ich mit Menschen gemeinsam dass ich einen Weg kreieren darf, der Menschen so tief zu sich selbst bringt. Also das war immer so mein größter Traum und der ist echt in Erfüllung gegangen. Schön. Und das beseelt mich komplett. Und weißt du, was der Grund dafür ist? Ist der, dass die Menschen hier schon, wenn sie reinkommen und dann sitzen sie oben und dann schauen sie uns an, also meine Frau und ich, und dann schauen sie uns an und sagen, oh, endlich wieder zu Hause.
Hier kann ich sein, wie ich wirklich bin. Ist das nicht eine geile Aussage? Ey, da stehen mir schon die Tränen in den Augen, wenn die erste Runde noch nicht vorbei ist, weil das berührt mich so tief, einen Raum zu finden, wo du so wie du bist, mit dem ganzen Chaos und Scheiß, den du in dir trägst, ja, willkommen bist und sein darfst und es zeigen darfst und es leben darfst. Wenn wir das schaffen, diesen Raum, das ist meine große Vision, diesen Raum zu vergrößern, ja, also nicht nur hier in unseren Seminaren und Coachings und so weiter, sondern weit darüber hinaus. Wenn das möglich ist, dann begegnen wir uns echt und dann brauchen wir nicht mehr dieses Ego, das beschützt, Grenzen setzt und eigentlich natürlich voller Angst ist. Ja, dieses trennende Ego. Da ist nichts trennend, da ist nichts getrennt. Und dieses trennende, jeder trennende Gedanke macht uns einsam und nicht verbunden. Und ich habe Bock auf Verbundenheit. Das merkst du auch, wie ich hier mit dir rede. Ich mag mit dir verbunden sein. Ich spreche über meine Dinge so, wie ich bin. Und ich mag mit jedem verbunden sein, der jetzt hier zuhört, weil ansonsten können wir uns die Nummer hier sparen. Ja. Das ist auch ein sehr schönes Bild, das du gerade gemalt hast. Also ich finde das total klasse, diesen Raum der Verbundenheit zu schaffen, finde ich sehr schön. Ja, also auch über den physischen Raum hinaus. Ja. Ja, der ja auch wirklich nur eine kleine Illusion ist. Also ich meine, in Wirklichkeit sind wir tatsächlich alle total verbunden und das zeigt sich ja auch. Und übrigens da auch, das Internet zeigt das auch wieder. Das spiegelt es ja. Und wenn ich meinen Kühlschrank aufmache und nur ein einziges Produkt rausnehme dann und wirklich mal mich hinsetze und ich da wäre ich den ganzen Tag mit beschäftigt, mir überlege, wer ist alles daran beteiligt gewesen? Wie viele Hände waren da dran, dass das da ist? Das sind aber Tausende. Also wir sind nicht nur sowieso Rudeltiere, also wenn man auch die äußere physische Welt ein bisschen einbezieht, also sowas wie Unabhängigkeit, alleine sein und Trennung gibt es gar nicht. Das ist alles nur künstlich vom Verstand gezogen, diese Trennungen. Und die müssten auch alle nicht da sein. Die sind nur zum Schutz da. Angst und Schutz, das ist halt unser großer Widersacher. Und schau mal, du sprichst ja hier mit jemandem, der also fast 11 Jahre massive Angststörungen und Panikattacken hatte. Also ich weiß, ich kenne mich wirklich mit Angst aus. Und ich weiß, wie sich Todesängste anfühlen, Tag für Tag Todesängste anfühlen. Und das ist schon die Hölle. Und was der Verstand sich alles einfallen lässt, da muss man gar keine Panikstörungen haben, sondern was der sich alles einfallen lässt, so um diese kleinen, unbewussten Dinge des Alltags zu kontrollieren und zu sichern. Ja. Und da gibt's halt im Moment auch viele, viele Mindsets, die da unterwegs sind, die ich für bedenklich halte, weil im Moment ist auch, wir haben eine ganz tolle, finde ich im Moment, so eine junge spirituelle Dynamik drin, wo wahnsinnig viele Leute sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Bewusstsein, Spiritualität und so weiter. Und man muss nur mal eins mit berücksichtigen, dass natürlich die meisten davon noch wirklich sehr wenig persönliche Erfahrung haben. Das heißt, es werden immer nur Mindsets weitergegeben. Und was dadurch passiert, ist, dass man oft so ein Stückchen weit weggeht vom tatsächlichen Sein. Und mit dem Sein meine ich das, was aus dir heraus entsteht, ohne dass du etwas konditionierst. Ohne dass du etwas an neuen Konstrukten und großen Zielbildern aufbaust, sondern einfach dieses Sein. Da habe ich das Gefühl, das ist im Moment ein bisschen es ist so ein bisschen am Untergehen. Das würde ich sehr schade finden, weil da finden wir unsere tatsächliche Verbundenheit. Und nicht in diesem Hochkonditionieren, 5.30 Uhr stehen wir jetzt alle auf, haben 3 Stunden Morgenritual, machen alle uns selbstständig, sind alle Startups und weißt du, was ich meine? Es sind alle nur noch digital nomadisch unterwegs und ich will da gar keinem jetzt zu nahe treten. Im Gegenteil, ich finde es mega geil, dass das alles so passiert. Aber ich weiß sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung, dass alles, was an Dynamiken unterwegs ist, immer zwei Seiten hat. Und es wäre mir einfach ganz lieb, wenn diese andere Seite mit Betrachtung findet und einfach noch mehr Sein und Weisheit hineinfließt in das Ganze. Mhm. Ja, da sind wir auch ganz schnell beim Mentoring. Aber ich bin völlig bei deiner Botschaft, weil das, was ich auch beobachte, ist, dass gerade vielleicht auch mehr so ein Trend am Entstehen ist, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und was ich dort sehr auffällig finde, ist, wir sind konditioniert und da kritisiere ich ganz stark auch so unser Bildungssystem in Deutschland. Wir sind sehr stark konditioniert, nach Systemen, Abkürzungen oder Handlungsempfehlungen zu suchen. Ja? Also gar nicht selber zu denken, sondern wirklich zu sagen, okay, wenn das für den funktioniert, dann funktioniert das für mich auch. Ja, das ist natürlich. Da sehe ich halt eine Riesengefahr. Ja, das ist auch völliger Quatsch. Also das ist eben halt auch eine Konditionierungssache. Ja, also wir glauben, das funktioniert für den auch und deswegen konditionieren wir uns da sehr, sehr gerne hoch
machen das Gleiche und machen das. Aber weißt du, was uns wirklich gut tut, ja, und ich bleib mal wieder bei diesem schlichten, einfachen Guttun, ja, was uns wirklich gut tut, das erfahren wir nicht durch unsere Ziele und unseren Verstand, weil die meisten unserer Ziele sind leider Gottes angstmotiviert. Die meisten Dinge, die da geschehen, sind angstmotiviert. Zum Beispiel, so wie meine Eltern, so, das ist jetzt vorbei, ist old school, so will ich nie sein. Hey, diese Missachtung, die rächt sich irgendwann, ja. Also das ist letztendlich, da will ich weg von etwas. Und weg von etwas, wenn man ganz ehrlich ist, ist da eine Angst dahinter, ja. Und wir leben ja im Moment in einem Zeitalter, wo Stress so das Riesenthema überhaupt ist, ja. Und Stress ist für mich eigentlich die Übersetzung für Angst. Die Leute sagen nicht, ich habe Angst. Die sagen, ich bin gestresst. Ja, aber warum bitte mache ich denn so viel? Oder warum stresse ich mich denn so? Warum? Naja, weil ich will, dass irgendetwas nicht passiert. Oder dass etwas unbedingt passiert. Ja, und was wäre denn? Was wäre denn? Nur diese Fragen muss man sich auch mal stellen. Was wäre denn, wenn das nicht passiert? Was kommt denn dann für ein Gefühl hoch? So, und dann sind wir bei der Wahrheit. Also dieses unangenehme Gefühl, das hochkommt, wenn das nicht genau so kontrolliert und läuft, ja, das ist es, was wir weghaben wollen. Und das funktioniert nicht. Das versuchen Menschen schon seit Jahrzehnten, Jahrtausenden auf unterschiedlichen Ebenen. Man stellt sich so egoistisch in den Mittelpunkt und glaubt, man ist der Schöpfer und hat alles in der Hand. Das halte ich für eine ganz große Illusion. Wir sind Teil dieses großen Spiels. Und wenn man genau hinschaut, gibt es nicht mal dieses Wir oder dieses Ich und dieses Du. Das ist auch nur eine Kreation. Guck mal, alles, was du mit Ich meinst, alles, wenn du dich jetzt beschreibst vorm Spiegel, also ich tauche jetzt mal ruhig ein bisschen tiefer ab, vielleicht fordert das den einen oder anderen mehr, aber ist egal. Wodurch entsteht ein Ich? Ja, also Egoismus basiert nur auf einem Ich-Bild. Dieses Ich ist von vorne bis hinten eine erfundene Kreation des Geistes, mehr nicht. Absolut. Und dieses Ich wandelt sich auch alle paar Jahre und jedes Mal sagt man, ich bin, yeah. Ja, aber es ist immer wieder was Neues, ja. Und es gibt gar kein dauerhaftes Ich. Das ist eine wandelnde Idee von Ideen, die du hast, wer du bist, aber das war es auch schon. Und wir halten wie verrückt an diesen Ideen fest. Das ist die sogenannte Ich-Identifikation. Wir schaffen uns ein falsches Selbstbild, suchen aber eigentlich das wahre Selbst. Das wahre Selbst hat aber mit dem Ich nichts zu tun. Das wahre Selbst kennt keine Grenzen. Das wahre Selbst kennt nur Verbundenheit. Und es gibt ein, und jetzt will ich mal rausgehen aus der Theorie, aus dieser Erleuchtungstheorie, sondern ich gehe mal rein in das, was wir tun können, um das zu checken. Wir bauen eine wirkliche, gute, tiefe, achtsame Beziehung mit unserem Körper auf, weil unser Körper weiß das alles, was ich gerade gesagt habe, und gibt uns sehr genaue Informationen, was für unser Leben wirklich stimmig ist und was nicht. Und das können wir erfahren, indem wir, aber da brauchen, und echt eine gute Beziehung zum Körper heißt nicht, dass ich jetzt Veganer bin, nur noch von Smoothies lebe, ja, morgens mein Workout mache, abends mein Workout mache und mittags nochmal eine Yogastunde und zweimal 30 Minuten meditiere am Tag. Das sind Konzepte. Ja, weil mein Hund zum Beispiel hat eine mega Beziehung zu seinem Körper. Mega, der kriegt alles mit, jedes Tier überhaupt. Ich habe meinen Hund noch nie eine Yoga-Übung machen sehen. Das macht der geht heimlich. Auch in kein Studio oder was weiß ich. Und der trinkt auch keine Smoothies. Und ich will es aber nochmal sagen, ich habe überhaupt kein Thema gegen gesunde Ernährung, was für seinen Körper tun, Workouts machen, meditieren, alles auch Teil meines Lebens. Es geht um die Bewusstheit und um das Warum und was steckt da wirklich dahinter. Ja. Und hier geht es, wenn es eine Notwendigkeit ist, um etwas aus mir heraus zu konditionieren, dann lebe ich ein Konzept und baue mir nur ein neues Selbstbild auf, ein neues Ich und damit wieder ein neues Ego. Und das Ego geht immer in Kampf, in Trennung, in Verurteilung und Abwertung. Das ist sein Job. Das Ego braucht nämlich Probleme. Ohne Probleme existiert es nicht. Ja, das ist die Eigenschaft unseres Verstandes. Probleme schaffen Feind, und Probleme lösen. Ja. Oder auch Feindbilder, ne? Genau, kommt auch ganz gut für das Ego. Richtig. Also, ich gehe nochmal zurück, wenn wir uns auf unseren Körper beziehen, und zwar uns immer wieder wirklich, und das ist eine Achtsamkeitsschule, das ist ein Training, steht hier bei uns total im Vordergrund, so etwas, ganz viel Körperarbeit, Embodiment, wirklich immer wieder reingucken.
und mal wieder seine Grenzen wahrnehmen, zu spüren, wo ist ein Ja und wo ist ein Nein erforderlich. Und dieses Ja und Nein kommt nicht aus dem Kopf. Die Grenzen werden nicht mit dem Kopf gezogen, die Entscheidungen werden nicht mit dem Kopf getroffen, sondern aus dem Körper heraus. Zeigt der Körper uns, also jetzt wirklich vorausgesetzt, ich habe diese Beziehung zu ihm, zeigt er uns, dass er weit wird und sich entspannt, ist es gut für uns. Wird er eng und zieht sich zusammen? Nicht tun. Finger weg davon. Habe ich das Gefühl, etwas zieht mich energetisch hoch, ist das sehr schön, weitermachen. Zieht mich etwas energetisch runter, Finger, sofort lassen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Palette von Merkmale. Hat mein Körper das Gefühl, das ist etwas Helles, etwas Lichtvolles, ist es für mich förderlich. Ist es etwas Dunkles, wo er sich wegdrehen möchte, ist es weniger förderlich und so weiter und so weiter. Und ich meine damit nochmal abgrenzend nicht das Bauchgefühl, weil das wird immer sehr gerne falsch verstanden. Auf das Bauchgefühl würde ich keinem Menschen empfehlen, sich zu verlassen. Weil zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, du musst morgen auf die Bühne und ich weiß nicht, was du für eine Rampensau bist, aber wenn ich auf die Bühne muss, ich war viel auf den Bühnen, aber trotzdem, wenn ich auf die Bühne muss, dann habe ich erstmal also auch ein ganz schön komisches Bauchgefühl. Ja, da ist sowas wie Angst, da ist sowas wie Lampenfieber. Würde ich mich jetzt von diesem Bauchgefühl leiten lassen, würde ich die Sache nicht machen. Ja, also jedes Mal, wenn es darum geht, im Leben Komfortzonen zu überschreiten, haben wir eigentlich ein blödes Bauchgefühl. Also würde ich mich jedes Mal darauf verlassen, ist nicht gut. Ein guter Ratgeber ist das Herz. Nun ist das Herz keine Person, von daher sollten wir es auch nicht personifizieren. Aber die Qualität dessen, was unsere Seele, also unser Herz möchte, kann über unseren Körper erfahren werden. Das ist, finde ich, einer der wesentlichsten Schritte für uns alle, um wieder die Führung zu bekommen, die wir brauchen im Leben, denn die Intelligenz, die dort drin ist, übersteigt unseren Verstand bei weitem. Also es sind Dimensionen, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist wie der kleine Mars im Vergleich zum Universum, was der Körper an Intelligenz hat, weil der schließt uns direkt an unser großes Sein, an das Kollektive, an das große Ganze, vielleicht sogar nennen wir es das Göttliche, was wir sind. Und unser Verstand ist da schon sehr, 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 sehr beschränkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist ja auch irgendwie eine Betäubung, wenn wir das uns heute so anschauen, was wir eigentlich so mit unserem Körper machen. Ne? Wir betäuben ihn einfach durch Massenkonsum, durch Ablenkung, durch den Fokus auf Dinge zu richten, die mit unserem Körper gar nichts zu tun haben. Ne? Hast du vielleicht so aus deiner praktischen Erfahrung, weiß ich nicht, ob es vielleicht eine einfache Übung gibt, die man anwenden kann, dass man jetzt so nach unserer Podcast-Episode mal so in sich selbst so ein bisschen eintauchen kann? Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich gebe dir sogar einen Link, den kannst du in die Shownotes packen. Wir haben bei uns in unserem Membership-Bereich haben wir eine Übung, die ist aus der Achtsamkeit bekannt, der Bodyscan. Jetzt höre ich schon wieder so in einigen Köpfen, ja, kenne ich schon. Das ist immer etwas, was der Verstand wahnsinnig gerne parat hat. Aber kenne ich schon heißt nicht, Weisheit damit erfahren zu haben. Und kenne ich schon heißt nicht, wirklich Erfahrung zu haben. Und ich glaube, jemand, der nicht wenigstens mal so 50 Mal ja so den Bodyscan gemacht hat, hat überhaupt keine Ahnung, wovon ich hier gerade rede. Und es geht darum, wieder eine tiefe Beziehung zu dem Körper aufzubauen. Also ich gebe dir den Link dafür, den packen wir, wenn du magst, in die Shownotes. Das kann sich jeder kostenlos aus dem Membership-Bereich bei uns runterholen. Super, klasse. Das ist eine sehr praktische Übung, ohne jetzt irgendwie komplexer zu werden oder so. Es gibt viele Sachen, aber das ist eine ganz, ganz einfache Übung. Und diesen Bodyscan empfehle ich einfach so vielleicht 2-3 Mal in der Woche zu machen. Ist eine Dreiviertelstunde, ja. So, dann gibt es noch was für den Alltag. Und da hilft uns unser Atem. Also dafür zu sorgen, dass ich immer und permanent mir meines Atems bewusst bin. Und achte mal drauf, wenn du so am Computer arbeitest, ja. Du vergisst, wenn du 2 Stunden am Computer gearbeitet hast, vergisst du überhaupt, dass es einen Körper gibt? Du bist komplett drin, virtuell abgetaucht. Das heißt, es ist keine Bewusstheit mehr in deinem Körper. Aber eins ist klar, der Computer und das, was da läuft virtuell, ist nicht wirklich real. Das weiß man. Aber der Körper ist super real. Das ist ganz klare Wahrnehmung. Ja. Und den brauchst du unbedingt. Das heißt also, das Spiel, worum es geht, heißt, Bewusstheit in den Körper zu kriegen. Und zwar in allen Bereichen, die du machst. Beim Zähneputzen, Bewusstheit in den Körper. Den Atem wahrnehmen,
im Jetzt ankommen, in diesem einzigen Moment, der existiert, nicht immer wegzulaufen in die Zukunft oder in die Vergangenheit abzutauchen, sondern wirklich bewusst im Körper zu sein. Beim Sex auch so eine tolle Fluchtdroge normalerweise, wo auch nur so ein Konzept aufgesetzt wird, sondern mal wirklich komplett bewusst in den Körper reinzugehen, aufzuhören zu glauben, über irgendetwas etwas zu wissen, sondern eine neue Erfahrung damit zu machen. Weißt du, Christoph, es ist schon traurig. Ich kenne es von mir selber. Ich war sowas von verkopft unterwegs in meinem Leben und mir fällt es auch jetzt immer wieder nochmal auf, dass ich da merke, oh je, Christian, da weißt du eigentlich mehr drüber, jetzt wieder schön zurück. Aber mir fällt es halt ganz schnell auf und das ist ja die Achtsamkeit. In dem Moment, wo es dir auffällt, wieder einmal tief durchatmen, in den Körper, in den Atem, das wirkliche Wahrnehmen, was durch mich strömt. Weißt du, wie soll ich jemals herausfinden, was ich wirklich bin, wenn ich mich ständig in den Dingen verliere, die ich nicht bin? Und was ich wirklich bin, ist nicht mal mein Körper, sondern das, was meinen Körper belebt. Ja, das, was letztendlich in mir fließt, diese pure, pulsierende Energie, diese Lebensenergie, die wir alle gemeinsam sind, die beatmet mich als Mensch. Und wenn ich da meinen Fokus nicht drauf und meine Aufmerksamkeit nicht drauf lege, dann verliere ich das, was ich bin. Ich verliere mein wahres Selbst und dann muss ich natürlich vor lauter Angst, wer ich überhaupt bin und wo gehöre ich zu und wo finde ich Verbundenheit, dann muss ich natürlich ständig mich neu erfinden und ein neues Selbst erfinden, wie auch immer das aussieht und mich damit toll finden, damit ich irgendwie so eine Wertigkeit irgendwo habe. Und das ist das, was geschieht in Millionen von Menschen. Ich glaube auch, ja genau, ich glaube auch, einfach so diese eigene innere Zufriedenheit, ist so extrem wichtig, ne? Und nicht ständig sich selbst wandeln zu müssen für ein Außen, ne? Was ja mit mir gar nichts zu tun hat, sondern ich mache das ja, weil das irgendwie von außen vielleicht von mir erwartet wird. Ja. Ne? Also ich weiß, dass das alles eine große Herausforderung ist, starker Tobak ist, aber du hast ja so ein paar Fragen gestellt in die Richtung, ne? Wie kann es weitergehen und so weiter und was sind da so meine Ideen zu oder was sind meine Erfahrungen dazu und ich habe das große Glück in meinem Leben wirklich so vollständig verloren gewesen zu sein im Außen schon. Also wirklich, aber mehr geht eigentlich kaum noch. Also wirklich so am Rande, so irgendwie kurz vor dem Exodus und das ist etwas, was mir natürlich schon auch zeigt, wo der Unterschied ist. Ja, wenn man natürlich gar nichts anderes kennt und das jetzt zuhört und es geht einem vielleicht auch soweit einigermaßen gut in seinem Leben, so wie es eben halt jetzt ist, das gönne ich jedem Menschen der Welt. Ich habe es eben halt auch anders erlebt, aber dann fällt es manchmal schwer, auf solche Dinge aufmerksam zu werden. Ja, und das muss man ja auch nicht, das ist ja auch keine Pflicht. Hier geht es letztendlich einfach mal darum, so ein paar Überlegungen aufs Buffet zu packen und einzutauchen und zu gucken, was fühlt sich eigentlich wirklich gut an und was will ich eigentlich vor allen Dingen wirklich im Leben. Weißt du, das ist so, finde ich, so eine ganz wichtige Kernfrage. Und ich habe diese Frage schon Tausenden von Menschen gestellt auf Seminaren und Coachings. Was ist, was du wirklich, aber wirklich, das ist ja auch im Moment so Mainstream, dass man fünfmal wirklich sagt, also wirklich, 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 ja, wirklich, wirklich, wirklich. Das finde ich auch gut, weil dahinter steckt ja diese Idee, komm, sag mir, was es ganz tief ist. Ja, ja, ja. Witzigerweise wird es von vielen Menschen gesagt, die noch gar nicht so tief unterwegs sind oder waren, aber da sieht man, welche große Sehnsucht da ist und das finde ich super gut, wirklich, super, super gut. Ja. Und darum geht es auch, um diese Tiefe, was ich wirklich will, Norman, und was ich wirklich will, ist ohne mich verstellen zu müssen, mit dir sein können, ohne eine Maske aufsetzen zu müssen, ohne ein anderer sein zu müssen, möchte ich mich dir und dem Leben und allen anderen Menschen zeigen können, und das Gefühl zu haben, oh, ich werde auch mit dem Ganzen geliebt. Und ich wette meinen Arsch drauf, aber wirklich, dass das jeder, der jetzt hier zuhört, genau so möchte. Und das ist das, was uns alle verbindet. Ja, das glaube ich auch. Jetzt hast du schon mehrfach angedeutet und es ist auch eine Frage in meinem Podcast, die ich immer wieder ganz gerne stelle, so nach der eigenen Story. Magst du die mit uns teilen, wo der Moment für dich war, wo du es so schwer hattest und du dann so diesen Game Changer hattest, um da rauszukommen? Ich glaube, der erste Game Changer war in so meiner Jugendzeit. Ich habe ziemlich heftige Dinge erlebt, die man nicht wirklich erleben möchte. Und ich habe mir meine Träume nicht nehmen lassen.
Also ich bin ein Spinner geblieben und ich bin ein Träumer geblieben und ich wollte einfach daran glauben, ich bringe es mal zu richtig was. Ich werde alt, weise und reich. So irgendwie die Kombination. Und Reich hat sich ein bisschen verwandelt. Früher war es natürlich mehr monetär gesehen. Heute beziehe ich mein Reichtum noch aus ganz anderen Quellen. Wobei ich auch das Geld absolut eine wichtige Energie finde. Haben wir uns letztendlich darauf geeinigt, international, dass wir damit Dinge bewegen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, dann habe ich vor 17 Jahren oder 18 Jahren meine erste große, schwere Panikstörung bekommen, die wirklich heftig war. Und das war aber erst der Beginn von einer ziemlich langen, sehr intensiven Zeit. Also um es auf den Punkt zu bringen, habe ich ein halbes Jahr lang tagtäglich Todesängste gehabt. Und man wollte mich nur noch mit Drogen vollpumpen und in Kliniken einsperren. Und in dieser Zeit hat mir eines weitergeholfen, dass ich ja schon mit 21 meine ersten Seminare gemacht habe und wirklich klugscheißerisch alles rausgehauen habe, wie man mental sein Leben auf die Reihe kriegt, ja. Und ich habe mir dann immer wieder den Satz gesagt, jetzt, Christian, kannst du von all dem profitieren, was du anderen Leuten gesagt hast. Jetzt musst du alles anwenden, was du jemals anderen gesagt hast. Und das hat mein Leben gerettet. Ich habe keine Drogen genommen, keine Tabletten genommen, bin damals da in keine Klinik gegangen, die mich irgendwie sedieren wollte oder was weiß ich. Das waren ganz andere Sachen nachher. Und das war für mich entscheidend, tatsächlich da weiterzumachen. Also eine Besinnung, das war das erste Mal die starke Besinnung auf die Größe, die ich in mir habe. Unglaublicher Mut auch, finde ich. Ja, den habe ich wohl sehr oft bewiesen und auch gebraucht. Und dann gab es aber immer wieder ganz viele Sachen, weil wenn ich so ein bisschen meine Bio zusammenschreiben würde, dann also wenn ich nicht eine gute Story draus machen würde, wäre es eine Bad Story nach der anderen. Also es ist schon wirklich, eine Krise kam nach der anderen. Danach kam das körperliche Aussetzen und die Schmerzzustände im Körper und dass ich nicht mehr bewegen können und so weiter. Aber dann war ich schon so tief im Bewusstsein und spirituell unterwegs, dass ich einfach auch wusste, das ist ein Körper, in dem etwas anderes Großartiges steckt. Und ich muss herausfinden, was das Großartige da drin ist und für den Körper das Beste tun, was ich tun kann. Das habe ich dann auch lange Zeit nicht getan. Aber so fügt sich das halt zusammen. Und irgendwann bin ich dann auf diesen großen Punkt gekommen. Du hast vorhin ganz am Anfang diesen Satz wohl vorgelesen, mit dem, der ist relativ neu von mir. Und den habe ich jetzt gar nicht direkt auf dem Kopf. Weißt du noch, mit dem Gutfühlen? Weißt du es noch? Ich lese ihn nochmal vor. Ja, sag mal bitte, weil es ist echt so eine Essenz der Zeit im Moment. Das ist richtig gut, ja. Erkenne, was wirklich ist, lass los, was schadet und entscheide dich für das, was gut tut. Ja, und das ist so simpel. Und ich bin so glücklich, in dieser simplen Art angekommen zu sein, weil da steckt für mich alles drin, aber alles. Aber das ist immer abhängig davon, wo du stehst, von der Bewusstheit her. Also erkenne, was wirklich ist, setzt voraus, dass du ein hohes Maß an Achtsamkeit hast, dass du dich wirklich dem auch stellst, was ist. Weil der Verstand hat keinen Bock auf das, was ist. Der findet die Gegenwart echt zum Kotzen, weil da stirbt er. Der Verstand braucht die Vergangenheit und die Zukunft, damit er Probleme kreieren kann und so weiter. Also zu erkennen, was wirklich ist und dann zu unterlassen, was schadet. Und zwar weiß ich, dass egal, was ich tue in meinem Leben, alle Menschen, die auf diesem Globus unterwegs sind, daran beteiligt sind. Das heißt, wenn ich etwas tue, muss ich mir genau überlegen, was ich tue. Und wenn es um das Guttun ist, dann muss ich das genauso mir überlegen, hey, wenn ich anderen was Gutes tue, tue ich auch mir was Gutes damit. Tue ich mir was Gutes, tue ich auch anderen was Gutes damit. Aber tue ich mir was Gutes, was für andere schädlich ist, dann fällt es nicht in die Kategorie, was Gutes zu tun. Und das Wort entscheide dich, darauf würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Es gibt ja jetzt nicht, wie soll ich das sagen? Also es gibt ja schon, oder ich habe zumindest Menschen kennengelernt, die das so aus eigener Kraft nicht können, die also nicht sagen können, ich packe mich am eigenen Schopf und schaffe es, mich da rauszuholen. Ja? Selbst wenn irgendwelche Bücher gelesen werden oder vielleicht auch auf Seminaren gewesen ist, wie schaffen es diese Menschen trotzdem aus dieser vielleicht Lethargie oder Depression oder wie man da rauskommt. Ja, also sie sollten sich an den eigenen Schopf packen. Ich meine, es ist wirklich, ist natürlich klar, das ist das, was getan werden muss, auf jeden Fall. Wie man da hinkommt, gibt es auch wieder verschiedene Wege. Also eine schöne Variante finde ich immer, sich zu überlegen, wie geht's eigentlich weiter, wenn ich das nicht tue.
Ja, also so ein bisschen so eine Timeline sich mal ausmalen, wie sehe ich eigentlich aus und wie wird mein Leben verlaufen, wenn ich das nicht ändere, worum es jetzt hier geht. Und da kann man sich so ein bisschen, kommt ein bisschen aus der NLP, also ich war vor vielen, vielen, ach Jahrzehnten mittlerweile schon, ja, bei einem super Training mit Alexander Christiani, früher war ein großer Trainer, ich weiß gar nicht, wo er heute unterwegs ist, aber war echt die richtig gut. Und da haben wir so ein persönliches, so eine innere Phobie kreiert. Ich habe damals noch geraucht und das war der Tag, wo ich nicht mehr geraucht habe. Er ist mit mir einmal in so eine innere Höhle marschiert und da wurden alle Bilder aufgebaut, wie mein Leben weitergeht, wenn ich weiter mich verpeste, mich mit meine Lunge versau, mein Körper versau und so weiter. Und ich aus dieser Reise bin ich, also so Innenreise bin ich rausgegangen und mir war kotzübel und ich habe keine Zigarette mehr geraucht. Also nur mal so, also es gibt 1000 Möglichkeiten, um sich da zu verändern und letztendlich muss man wissen, dass das, was wir unterlassen in unserem Leben, basiert auf irgendwelchen Mustern und Programmen. Und diese Muster und Programme lassen sich alle komplett lösen. Alle, definitiv. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist. Es gibt da keine Wochenendseminare für, sondern das ist wirklich ein Prozess. Nicht umsonst sind hier Leute mit uns über wirklich 2-3 Jahre und manchmal sogar länger unterwegs, weil es tatsächlich ein Prozess ist. Es braucht Training, es braucht Beharrlichkeit, es braucht Korrektur. Es braucht immer wieder diese Momente, wo man das Gefühl hat, boah, ich bin total zurückgefallen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gelernt. Das stimmt natürlich nicht. Es ist immer wieder ein Trial and Error und aufstehen, hinfallen. Und man kann aber eins sehen, wenn man da beharrlich am Ball bleibt, dann entsteht so eine progressive Kurve nach oben und es verändert sich immer schneller, immer großartiger etwas. Und das kann jeder erwarten, der bereit diesen Weg ist. Menschen, die eine Instantlösung suchen und diesen Weg nicht gehen wollen, habe ich noch keinen einzigen gefunden, der sich gravierend und nachhaltig dahingehend verbessert hat im Sinne von Auflösung von Mustern und Programmen. Habe ich noch keinen einzigen getroffen. Ich bin schon lange genug unterwegs. Ich habe tausende von Menschen in meinen Seminaren gehabt über die Jahre. Das ist alles immer nur Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass es nicht so sexy ist, weil das klingt halt einfach so ein bisschen nach Arbeit und oh Mann, da wird das der Teil in einem nicht so befriedigt vom Verstand, der alles schnell haben will und weghaben will und so weiter. Ist mir alles klar. Aber ich quatsche hier nicht mit dir, um ein sexy Marketing-Angebot fürs nächste Seminar zu machen, sondern um eine Einladung für eine wahrhafte Veränderung zu machen. Ja. Obwohl ich das Seminar bei dir unbedingt empfehlen möchte. Möchte ich aber auf jeden Fall nicht verpassen, das vielleicht jetzt nochmal wirklich zu unterstreichen, weil ich finde das extrem wichtig, dass es eigentlich niemanden da draußen gibt, der es nicht schaffen kann. Nur der Weg, der ja immer ein individueller Weg ist, ist einfach ein anderer. Ne? Der eine schafft halt eher den Zugang über Weg A und der andere über Weg B. Ja. Ne? Also das kann man einfach nicht in einem System abbilden. Mhm. Und was ich auch nochmal extrem wichtig finde, was für mich auch so die Qualität deiner Arbeit nochmal besonders hervorhebt, finde ich dieses kontinuierliche Training. Also ich gehe ja auch nicht in ein Fitnessstudio, mache 5 Übungen und bilde mir ein, jetzt gesünder zu leben, sondern es ist die Kontinuität, das Einbauen ins eigene Leben, dass es ein Teil von dem eigenen Leben ist und ich einfach auch konsequent auch daran glaube natürlich. Ne? Das geht ja dann wieder in unsere Bewusstseinsebene. Genau. Also Training ist alles. Und das Schöne ist, ich habe auch mit Menschen gearbeitet, die überhaupt nicht anders geglaubt haben, was ich ihnen da gesagt habe. Aber die waren glücklicherweise, saßen die so im Dreck, dass sie wirklich nach diesem Strohhalm gegriffen haben, dessen, was ich ihnen da empfohlen habe oder dessen, was wir hier gemeinsam bearbeitet haben und erarbeitet haben, was sie dann zu Hause weitergeführt haben. Und plötzlich kommen sie dann und sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass es solche Veränderungen geben kann. Also es geht nicht darum, wie wir über die Dinge denken. Es geht darum, was wir tun. Und das ist auch etwas heute, was mir oft auffällt. Es ist natürlich gut, wenn viel Wissen unterwegs ist, viele Kongresse, viele DVDs, viele Bücher und so weiter. Das finde ich auch alles wirklich gut, alles toll. Aber wenn dann jemand auf die Idee kommt, dadurch geschieht Verwandlung und Transformation und dadurch entsteht Weisheit, dann kann ich nur eins sagen, hey, bitte verbrenn alle deine Bücher, schmeiß alle Videos weg. Schalt den Computer nicht mehr. Ja. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Weil deine persönliche Wahrheit und deine persönliche Weisheit und damit dein persönlicher Heilungsweg entsteht nur durch deine persönliche Umsetzung. Nur durch das Training, nur durch die Erfahrung, nur durch das im Prozess sein entsteht das.
Ja, Erfolg hat drei Buchstaben, ne? T-U-N. Ja, tun. Tag und muss Nacht. Machen. Tag und Nacht. Ja, was du, und nicht unnötig trödeln. Ich war so lange in dem Geschäft der Macher da draußen und der Erfolgsmenschen. Ich kenne die Sprüche alle ganz gut, ja. Aber weißt du, die Welt braucht nicht noch mehr wirklich erfolgreiche Leute, sondern sie braucht Menschen mit Liebe, mit Mitgefühl. Das natürlich, hat der Dalai Lama neulich gesagt. Irgendwo fand ich total bewegend. Natürlich, erfolgreich ist immer eine Frage, womit bin ich erfolgreich? Aber Mitgefühl, Liebe, Demut, Zusammengehörigkeit, füreinander Dasein, das sind die Qualitäten, die uns alle hier auf der Welt verbinden und die uns wieder zusammenbringen können, die uns tatsächlich auch die dafür sorgen können, dass es uns allen gut geht. Und da wir nichts anderes wollen, wüsste ich nicht, warum wir was anderes tun sollten. Ja. Weißt du, auch dieses Ankommen, du hast gesagt Ankommen, dieses Schaffen, worum geht's denn eigentlich? Was will ich denn schaffen? Na klar kommen hier Leute zu mir, die wollen ganz gern vielleicht ihre Körpersymptome weghaben oder ihre Ehe retten oder was weiß ich oder endlich aus ihrer Lebenskrise oder aus den finanziellen Sachen herauskommen. Aber alles, worum es da geht, ist nur Wohlfühlen. Ich habe so viele Menschen gesehen, die haben nichts, gar nichts. Sie haben ihre Eltern verloren frühzeitig in Kriegen oder was weiß ich, leben halb auf der Straße, haben nichts, aber haben ein großes Herz und ein Lächeln. Da habe ich gedacht, das ist doch nicht möglich. Und wenn ich hier mal in Deutschland irgendwie in die U-Bahn oder S-Bahn einsteige und mir angucke, was Wohlstandsgesellschaft ausmacht, da frage ich mich, wo ist das Glück? Wo ist das Lächeln? Wo ist die Freude? Wo ist die Lebendigkeit? Wo ist das alles? Ja. Und das gibt mir schon zu denken. Ja, also ob diese ganzen Dinge, die wir im Leben für wichtig halten, tatsächlich so wichtig sind. Und ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und es müsste nach meinem Verständnis viel früher anfangen. Also nennen wir es Persönlichkeitsentwicklung, dieses Unterrichtsfach müsste eigentlich. Ja, klar, sicher, irgendwie. Sicher. Aber da müssten die Generationen dann sich auch durchsetzen irgendwie. Ja, es kommt schon noch. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja. Christian, wir haben maßlos überzogen, aber ist egal. Dein Podcast so kurz. Nicht mehr wieder. Wir machen einfach drei Teile draus diesmal. Nein, ich habe noch eine Quick Q&A-Session mit dir vor, in dem ich dir einfach ein paar Fragen schnell hintereinander stelle und ich einfach so ganz spontan deine Antworten dazu hätte. Gut. Bist du ready? Ja. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren? Angst. Mhm. Angst, nicht zu genügen, Angst, nicht mit dem richtigen Bild nach außen zu kommen. Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Echtheit, Authentizität. Schön, ja. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Suche nicht im Außen, suche im Innen. Mhm. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? Wie meinst du das genau? Internet-Tool? Für was jetzt genau? Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Meditation. Nee. Deine Online-Seminare. Ja, na klar, sicher. Also humanessence.de, klar, da ist das drauf, was wir machen. Wir haben auch eine Online-Akademie. Ich könnte jetzt keine nennen, aber es gibt ganz viele tolle Kollegen und ich find's, also wenn es etwas ist, was man umsetzt, also soll jetzt eine kurze Antwort sein, aber wenn es Tools sind, wo ich was zum Umsetzen habe, nicht nur irgendein neues E-Book oder ein Video oder was weiß ich, sondern wirklich Umsetztools, dann immer schauen intuitiv, was einem da über den Weg läuft. Dafür gibt es wirklich viele, viele Quellen heutzutage und ist auch gut so. Mhm. Was für Musik hörst du gern, die dich vielleicht inspiriert oder auf neue Ideen bringt? Was für Musik höre ich gern? Ziemlich, ziemlich breit. Aber ich bin schon recht modern unterwegs. Also ich höre sehr gerne leichte Popsachen und höre aber auch total gerne Sachen wie Unheilig oder so, wo ich auf jedem Konzert war. Also auch große Bandbreite. Klassik komme ich nicht so gut mit zurecht, ist nicht so meins. Die ganze Spiri-Musik, so ein bisschen indisch pling-pling, kann ich auch nicht so gut mit. Aber alles, was man hier so hört, ich mag die Charts auch ganz gern. Ja. Und ich fange jetzt mit meiner Frau gerade einen Tanzkurs an und jetzt werden wir dann auch deutsche Schlager hören. Habe ich mich ja fast immer gegen gewehrt. Aber solche Sachen kommen jetzt auch mal so ein bisschen rein langsam. Ja, irgendwie machen sie gute Laune, ich weiß auch nicht. Ich wehre mich nicht mehr gegen. Ich komme jetzt in das Alter, wo ich mich nicht mehr wehre. Gut. Nee, und nochmal vielleicht dazu, ich liebe diese neue, coole deutsche Musik, die entstanden ist. Das möchte ich nochmal sagen für unser Land. Das war echt überfällig. Coole Sache. Ja, sehr cool, das stimmt.
Ja, Christian, wir sind am Ende. Bevor wir uns verabschieden, kannst du uns vielleicht noch einen Tipp mit auf den Weg geben und wie wir dich am besten erreichen können? Ja, also humanessence.de oder auch christianrieken.de oder einfach Christian Rieken googeln. Also das, man kann mich googeln, man findet mich definitiv mittlerweile. Und ich glaube, ich habe einen recht großen YouTube-Kanal, da möchte ich gern zu einladen. Natürlich zur Talkabout-Show möchte ich einladen. Also da sind überall wertvolle Dinge, die man mitnehmen kann. Und freue mich vor allen Dingen mal auf ein persönliches Kennenlernen, weil dieses Persönliche hat immer noch eine ganz andere Qualität. Mal gemeinsam eintauchen in die Experience, in die eigene Erfahrung, in das Miteinander, in den Armen liegen, lachen und weinen. Das, was uns Menschen ausmacht. Schön. Christian, es war mir eine große Ehre und eine große Freude, dass du hier bei mir im Podcast warst. Und an dieser Stelle nur das Beste für dich. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Chance, die Gelegenheit und allen, die zugehört haben. Bye, bye. Dankeschön. Bis dann. Ciao.